Hi, Andi hier von Nexus Media. In diesem Video zeige ich dir einen Hack für die Google-Suchmaschine, um herauszufinden, ob deine Website oder die Website deiner Kunden oder Mitbewerber richtig indexiert wurde. Und zwar müssen wir eigentlich nur einen kleinen Shortcode in die Google-Suchmaschine eingeben. Was es damit auf sich hat, das zeige ich dir jetzt. Um zu schauen, ob deine Website in der Google-Suchmaschine richtig indexiert wurde, kannst du direkt in Google eingeben, Site, Doppelpunkt, und du kannst deine Domain, also deine URL von deiner Website, einfach kopieren und hier hinten dran einfügen. Ganz wichtig ist, dass du kein Leerzeichen mit drin hast und dann kannst du danach suchen. Und jetzt werden nur Suchergebnisse angezeigt, die eben exakt zu deiner Domain, zu deiner Website passen. Und wenn hier nichts angezeigt wird, dann wurde deine Website auch nicht in der Google-Suchmaschine indexiert und dann musst du in diesem Fall dringend hier vorgehen. Aber es hilft dir auch dabei herauszufinden, welche Seiten indexiert wurden, die vielleicht gar nicht indexiert werden sollen. Zum Beispiel achten wir intern häufig darauf, dass bei uns keine Seiten mit Rechtstexten indexiert werden, auch nicht die von Kunden, weil das erstmal nichts zur Sache tut. Also wir sind in Deutschland nicht verpflichtet, das Impressum, die Datenschutzerklärung, AGBs und sonstige Seiten unbedingt in der Google-Suchmaschine zu indexieren, sondern wir wollen nur die Seiten indexieren, die wirklich zielführend für unsere Kunden sind. Und alle Seiten, die hier angezeigt werden, auch auf allen vier Seiten, gehören jetzt eben nur exakt zu dieser Domain. Eine andere Möglichkeit ist dann nochmal, dass du einen Blick in die Google Search Console wirfst. Wie man die Google Search Console einrichtet, das habe ich dir schon mal in einem anderen Video gezeigt, das habe ich aber auch nochmal unter diesem Video verlinkt. Und die Google Search Console hilft dir grundsätzlich bei der Indexierung. Und wenn du hier keine Daten hast, dann wurde deine Website auch bislang noch nicht indexiert. Du kannst aber auch einzelne Unterseiten deiner Website hier spezifisch prüfen. Also wir können zum Beispiel auf unserer Website einmal hier unten auf das Impressum gehen. Wir kopieren uns diese URL hier heraus und fügen Sie hier oben einmal ein, um herauszufinden, ob diese URL bereits indexiert wurde. Und ich habe zum Beispiel das Impressum als Rechtstext explizit ausgeschlossen. Also wir haben den quasi auf No Index gesetzt. Das bedeutet, diese Seite existiert zwar, allerdings gibt es hierzu keine Indexierung. Ich könnte jetzt die Indexierung hierzu beantragen, dass sie doch mit aufgenommen wird in der Google-Suche. Das möchte ich aber in dem Fall gar nicht. Wir können das Ganze nochmal an einer anderen Seite gegentesten, zum Beispiel an unserer Videoseite. Die sollte natürlich unbedingt in der Google-Suche auffindbar sein. Das Ganze prüfen wir jetzt einmal. Und hier müssten wir jetzt sehen, hoffentlich einen grünen Haken, genau, dass diese Seite entsprechend indexiert wurde. Wir sehen aber, auf dieser Seite befinden sich vielleicht Videos, die nicht indexiert wurden. Alles andere wurde aber auf der Seite indexiert. Wenn du das allerdings jetzt ändern möchtest, dann hast du die Möglichkeit, in der Google Search Console links auf Entfernen zu klicken. Und wir wollen hier einen neuen Antrag stellen und eine spezifische URL entfernen, zum Beispiel diese hier. Ich kann jetzt auf Weiter klicken und dann wird die aus der Google-Indexierung herausgenommen. Zum Beispiel jetzt wieder Impressum, Datenschutz, Hilfeseiten und so weiter. Wir können auch alle URLs mit einem bestimmten Präfix entfernen. Wenn du also zum Beispiel einen Blog hast, dann könntest du alle URLs mit Blog, Slash und alles, was dahinter kommt, entfernen. Zum Beispiel haben wir hier die Gravity Academy und haben hierzu einen Blog. Und alle Seiten, die auf diesen Präfix Blog hören und dann dahinter noch irgendetwas steht, die werden dann zum Beispiel aus der Google Search Console rausgeschmissen. Also quasi nochmal mehr Seiten, die auf ein bestimmtes Verzeichnis verweisen. Du kannst sie also auch explizit hier in der Google Search Console entsprechend entfernen. So kannst du auf jeden Fall herausfinden, welche Seiten bei Google indexiert wurden, wie deine Google-Indexierung für die einzelnen Seiten überhaupt aussieht. Also auch das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Wie sieht der Titel aus? Wie sieht hier unten die Beschreibung aus? Macht das alles Sinn? Gibt es dabei vielleicht Rechtschreibfehler? Um zu schauen, ob du einfach ein gutes Standing in der Google-Suche hast. Wenn dich solche Themen und weitere Themen aus dem Online-Marketing grundsätzlich interessieren, dann helfen wir dir dabei, mit der Nexus Akademie zum absoluten Online-Marketing-Experten zu werden. Schau gerne bei der Nexus Akademie vorbei. Im Premium-Zugang stehen dir über 300 Videos, Worksheets, Vorlagen, alles zur Verfügung, was wir auch intern in unserer Online-Marketing-Agentur verwenden. Und wenn du dann noch weitere spezifische Fragen hast, kannst du dich im Premium-Zugang direkt an mich wenden und wir schauen uns deine Fragen eben spezifisch an. Schau dort also gerne vorbei. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Video mit dir.